Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Karin, Kalinka Kreativ. Heute werde ich nicht mit euch basteln, da ich ja total gerne Einkaufshauls schaue, mache ich euch heute auch mal ein. Ich war nämlich heute bei Action ganz spontan, weil meine Freundin in Neuwied zu tun hatte. Das ist ein Action, der bei uns in der Nähe ist und mich gefragt hat, ob sie mich dort absetzen soll. Sie kennt mich gut, ich habe natürlich ja gesagt. Wir gehen auch gleich ins Eingemachte. Als erstmal habe ich Papier gekauft, trotz meiner Fastenzeit. Ich wollte ja Bastelmaterial fasten bis Ostern, aber diesem Angebot nach Neuwied zu fahren konnte ich nicht widerstehen. Ich habe als erstes wieder ein bisschen Cardstock gekauft. Ich kaufe ja den Cardstock von Action gerne, kostet 1,88. Der ist so leicht, na, das kann man nun gar nicht sehen, der ist so leicht strukturiert. Von der einen Seite, von der anderen Seite nicht. Da hat man also beide Möglichkeiten, ihn einzusetzen. Und es sind hier etwas knalligere Farben. Dann habe ich. Dann machen wir gleich mit dem Cardstock weiter. Den Cardstock, den ich ganz oft benutze, ist dieser hier in Weiß und Creme. Genau dasselbe. Eine Seite strukturiert, die andere Seite nicht. Das 1,88. Dann habe ich noch einen Block mitgenommen. Den habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Der hat braun, ein dunkles Grün, so ein Tannengrün, Silbergrau und Schwarz. Auch strukturiert von der einen Seite und strukturiert von der anderen Seite. Auch 1,88. Dann habe ich mir etwas pastelligere Farben mitgenommen. Da habe ich nicht so viel. Weil es bei den Discountern meistens recht knallige Farben gibt, wenn es um die einfarbigen geht. Und hier finde ich eigentlich, kostet 1,89. Da sind solche etwas dezenteren Farben drin, ein bisschen Glitzer. Ich stehe ja total auf Aprikot, das ist voll meine Farbe. Dann habe ich mir den so einen türkisfarbenen mitgenommen. Ich mag Türkis sehr gerne und viele Freundinnen von mir auch. Und da werde ich mit Sicherheit das ein oder andere finden. Das ist eher so ein Papier. Ich glaube, wenn ich mich erinnere. Ja, das sind. Dann hatte ich schon mal so was Ähnliches. Das sind 20 mal quasi ein Designpapier, ein dünneres Papier und 10 mal ein etwas dickerer Karton. Da ist also. Kann man schon schöne Sachen mitmachen. Des Weiteren habe ich mir dann doch mal den Aquarellblock gekauft. Den neuen, der von vielen Leuten, ich habe schon etliche Holz geguckt jetzt, viele Leute sagen, der ist nicht mehr so gut wie vorher. Ich habe ihn jetzt noch nicht benutzt. Ich koloriere ja auch ganz gerne, gerade wenn es um irgendwelche Tiere geht oder sowas. Ich habe ihn jetzt noch nicht benutzt. Anfühlen tut er sich tatsächlich so ein bisschen anders, würde ich sagen. Ich werde es demnächst mal testen. Aber ich mache jetzt keine großen Kunstwerke. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass sich da schon schön drauf kolorieren lässt. Fühlt sich aber anders an. Mal gucken, wie er sich stanzt und schneidet. Zu erkennen ist es daran, ich glaube, das Format ist etwas anders. Und hier steht ganz klein Bambu. Und auf dem anderen steht da was anderes. Ich habe ihn auseinandergenommen, deswegen kann ich es euch nicht sagen. Das Format weiß ich auch nicht, ob es genau dasselbe ist. Ich glaube aber schon. Das nächste, was ich mitgenommen habe, nochmal Türkis. Da mochte ich es halt gerne, dass hier teilweise foliert ist. Wie ihr seht, glänzt das. Und das fand ich eigentlich ganz okay. Das kann man immer mal brauchen. Und das letzte, was ich an Papier mitgenommen habe, naja, noch nicht ganz das vorletzte, sind diese ganz normalen Karten. Diesmal habe ich mal ein bisschen Craftpapier mitgenommen. Kosten 79, sind 8 Karten und 8 Umschläge drin. Dasselbe nochmal in dem großen Format, wo zum Beispiel die Lochstanze von Action drauf passt. Ich mache nicht so gern so große Karten, aber diese Lochstanze. Vielleicht fällt mir noch was dazu ein, wie ich es auch mal auf einer großen Karte einsetzen kann. Dann habe ich diese hier gefunden. Die finde ich ganz toll. Die war auch in irgendeinem anderen Action-Roll, habe ich die gesehen. Ich bin nicht gezielt auf die Suche gegangen. Ich glaube, das war bei der Anja Bleil auf ihrer Seite.
Und die haben mir so gut gefallen und ich finde den Preis sensationell. 1,59. Und ich finde den Preis wirklich sensationell. Jetzt komme ich langsam hier immer näher an die Kamera, muss gleich mal ein bisschen runterbauen. Und zwar sind das, da sage ich gleich was zu, sind das solche Umschläge mit den passenden Karten. Die Umschläge sind gemustert, die Karten nicht. Ich finde die Farben sehr schön. Das ist auch wieder so ein Apricot-ähnliches. Das ist ein Blümchenmuster, Herzchenmuster, nochmal Blümchen und ein paar einfarbige in Craft, Lila und Gold. Bei mir fehlten allerdings zwei Umschläge. Zu den Craft-Karten hier habe ich keine Umschläge, finde ich jetzt nicht so tragisch für den Preis. Dafür sind sie im Gegensatz zu dem, was in anderen Hauls berichtet wird, bei mir sehr gut. Qualität. Also sie haben, soweit ich es sehen konnte, keine Fehler. Das wird oftmals beschrieben, dass die Karten aus diesen Sets nicht so toll sind. Aber ich kann mich eigentlich nicht beklagen. Ich finde die eigentlich gut. Vielleicht habe ich Glück gehabt. Das waren die Karten. Und jetzt muss ich den ganzen Papierstapel hier mal wegräumen, weil jetzt kommen die Stanzen. Ach, ich bin arm geworden, ich sag's euch. So, die Stanzen. Ich konnte doch wieder nicht widerstehen. Aber man kriegt halt auch nicht immer alles. Und was ich gerne nochmal haben wollte, war dieses Häuschen. Das ist so eine 3D-Stanze. Da stehe ich ja sowieso drauf. Da mache ich bestimmt auch nochmal einen Beitrag, der sich nur darum dreht. Dann habe ich mir diese hier geholt, weil mir das. Das sind, die sind lauter Outline. Stanzen. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich habe zwar schon so einen Kuchen, aber nicht so als pure Outline. Ich bin mal gespannt, wie sich das stanzt. Gerade so ein Briefumschlag, dann nochmal so einen Herzbrief drauf zu machen, finde ich ganz hübsch. Dann die kleinen Schmetterlinge, denn ich habe einen Folder, der sowohl prägt als auch stanzt. Da sind kleine Schmetterlinge und da kann man mit diesen, Sch werden kleine Schmetterlinge auch ausgestanzt und der Rest wird geprägt. Und da kann man mit Sicherheit mit diesen Schmetterlingen dann noch so einen Mehreffekt rausholen. Deswegen habe ich die mitgenommen. Achso, die Preise habe ich euch jetzt gar nicht gesagt. Die 3,29. Nochmal 3,29. Nochmal 3,29. 3,99 für diese Stanze. Ja, da bin ich lange mit schwanger gegangen, ob ich die holen soll, denn ich habe schon die 3D-Stanze, die nach diesem Prinzip mit einem Hochzeitsauto, die wunderschön ist. Und habe mir überlegt, brauche ich jetzt nochmal ein Auto, weil ein Auto habe ich ja schon. Aber was ich noch nicht habe, obwohl es nicht mein Format ist, aber das kann sich ja ändern, ist so ein Rahmen, der eine Karte teilt. Gut, hier ist jetzt so ein bisschen Gras. Ist mir beim Kauf jetzt gar nicht aufgefallen. Aber also deswegen habe ich mich dafür entschieden. Und ich bin früher viel Mountainbike gefahren. Meine Freundin und ich mögen die Berge gerne. Und da ergibt sich mit Sicherheit mal das eine oder andere, dass man sagt, man fährt zusammen die Berge und macht eine schöne Karte dazu oder so. Also Berge ist, denen bin ich sehr zugetan und deswegen habe ich mich dann doch entschieden, die dann mal mitzunehmen. Tja, diese Karte habe ich eigentlich nur mitgenommen, weil ich das hier so cool finde. Ich weiß nicht, ob es ausgestanzt dann wirklich auch so toll ist, aber es ist einfach eine hübsche Verzierung. Was ich mit den anderen Sachen mache, da fällt mir jetzt erstmal nicht so viel zu ein, aber ich glaube, irgendwann macht's Klick und dann setze ich die auch irgendwie ein. Das hier ist zum Beispiel nicht nur für einen Text, sondern auch auf einer Karte macht sich das sicherlich gut. Wir werden sehen, hier kann man schön Sprüche reinstempeln, wobei so ähnliche habe ich schon, aber meistens sind es ja doch unterschiedliche Größen. 3,33 hat das Ganze gekostet. Und zu guter Letzt, eigentlich hätte ich gerne die Stanze gehabt, da gibt es eine mit Staffelei, die habe ich allerdings noch nie irgendwo gesehen. Aber jetzt habe ich wenigstens eine, die ein bisschen mit Kunst und Schreiben zu tun hat. Und die hat 3,33 gekostet. Es soll ein Tintenfass, ein Tintenklecks, eine Feder sein.
Wobei ich ja zugeben muss, ich kann das überhaupt nicht mit der Schönschreiberei. Deswegen bin ich wahrscheinlich so ein Stanzenfan, weil das sieht dann immer alles direkt so perfekt aus. So, das. Ach, eine Stanze habe ich noch vergessen, sehe ich gerade. Diese hier, die habe ich gekauft, weil ich schöne Stempel mit Seerosen habe, auch einen Frosch. Und ich finde so eine gestanzte Rose dann noch auf den Umschlag oder vielleicht noch mit auf das Motiv zum Aufwerten, fand ich ganz gut. Das Herzchen, ja, das hat mich jetzt nicht so angesprochen, aber die Seerose war es, die mich hier angesprochen hat. Für 2,45 das Ganze. Dann habe ich mir noch Holzblümchen geholt. Da haben mir die Farben gut gefallen. Die sind schön flach. Die kann man auch, glaube ich, mal auf eine Karte machen. Und das kann schon, glaube ich, einen schönen Effekt geben. Das waren die. Und natürlich habe ich, das mache ich fast jedes Mal, das verbraucht sich auch viel, Foamtape und Doppelklebeband. Ich kenne kein anderes, mir reicht die Qualität. Und deswegen nehme ich die jedes Mal mit. Ich meine, für den Preis kann man sich wirklich nicht beklagen. Dann habe ich noch mitgenommen dieses Make-up-Set. Da benutze ich, habe ich schon eine, die gibt es nicht immer, deswegen habe ich es diesmal mitgenommen für 1,39. Das benutze ich zum Schattieren von der Karte mal mit Stempelfarbe. Oder wenn man Stencils durcharbeiten möchte, dann benutze ich die auch. Da habe ich nur die eine, die kann man auch sauber machen. Im Prinzip würde eine reichen, aber wie das denn immer so ist, eine zweite schadet ja auch nicht. Ne? Mit dabei sind immer noch diese Schwämme, die habe ich bis dato nicht benutzt, aber andererseits würde ich es jetzt auch tatsächlich mal probieren, ob sie sich irgendwie einsetzen lassen, um Stencils zu füllen. Ich werde davon berichten, aber die funktionieren sehr gut, sind schön preiswert und verteilen die Tinte gut und lassen sich super reinigen. Ich habe hier so mir so eine Tupperbox gemacht, da ist immer ein feuchtes Schwämmchen drin und wenn ich die benutzt habe, dann gehe ich mit der Bürste da drüber und dann ist die wieder sauber. Da ist immer ein bisschen Wasser, ein bisschen Handdesinfektionsmittel drin, also das ist wahrscheinlich Isopropanol. Ne, Ethanol sehe ich gerade. Das ist ein ethanolhaltiges Handdesinfektionsmittel. Und das funktioniert gut. Das war es fast von Action. Was ich noch geholt habe, ist ein Whiteboard. Weil ich, wenn ich so Entwürfe mache, doch immer relativ viel Papier verbrauche. Ich radiere dann zwar was weg, aber dann gefällt mir das nicht. Und dann ist wieder ein Blatt Papier weg. Habe ich mir überlegt, den groben Entwurf kann ich doch eigentlich auch auf so ein Whiteboard machen. Oder ich kann auch mal, wenn ich für euch Filme drehe, die Maße da drauf schreiben. Ist wiederverwendbar, kann ich wegwischen. Wenn ich was Falsches aufschreibe, kann ich es wegwischen. Also ich fand es ganz gut. Hier hat es noch Linien. Mal sehen, ob ich es, wie es dann einsetze, ob ich es einsetze. Aber für 99 Cent als so kleinen Gedankensammler fand ich das eigentlich ganz okay. Vor 2 Tagen war ich, nee, gestern war ich bei Teddy. Da habe ich nicht viel gekauft, das zeige ich euch aber auch. Ich habe ein kleines Vogelhaus gekauft, weil mein Türkranz ist von der Tür gefallen. Die Kordel war irgendwie durchgerottet, da war so eine Sisalkordel. Und jetzt muss ich das ein bisschen aufhübschen und dann dachte ich mir, für 1 € nimmst du mal das Häuschen hier mit und machst ein bisschen auf Frühling. Passt farblich ganz gut. Des Weiteren habe ich diese Schnur hier mitgenommen. Die sind recht dünn. Ist ein bisschen wie Stickgarn, aber anders von der Konsistenz. Ich würde es fast als gewachste Baumwolle. Ich weiß nicht, ob es irgendwo drauf steht. Was es ist? Nee, steht nicht drauf. Made in China. Naja, gut, das wundert jetzt nicht. Da muss man sich drüber klar sein, wenn man dort einkauft. Ich fand die Farben halt einfach ganz prima. Also von allem was dabei. 3 € ist zwar recht teuer, aber für die vielen Farben und das sind auch ein paar Meter, würde ich sagen, 10 mal 9 Meter, da kommt man auch sehr, sehr weit. Also ich denke mir, das ist in Ordnung. Das werde ich auch. Ich habe nicht so viel Faden, deswegen werde ich das mal einsetzen. Das war das von Teddy, ich glaube. Das war es auch von Teddy. Und ich habe mir noch, doch, die habe ich mir auch bei Teddy geholt. Diese Boxen hier, die sind runtergesetzt von 2 auf 1 Euro. Und man soll ja diese
kleinen Dots am besten so rumlagern. Ich habe das normalerweise in so einer Kiste, ich zeige euch das mal. Das ist hier in so, alles in so einer Kiste drin, die wird dann so zusammen in den Schrank gestellt, da sind meine ganzen Stempel drin. Und wenn ich dann einen Stempel suche, dann drehe ich jeden einzelnen um, weil ich ja nicht weiß, ich müsste hier innen nochmal eine Markierung reinmachen. So dachte ich mir, die sind hier schön sortiert, dann lagere ich sie und wenn ich was suche, drehe ich es einfach um. Ich habe nur einen zu wenig, also ich bräuchte noch mal einen. Kann aber sein, ich habe in meinem Paracord, ich habe noch Hundehalsbänder auch und da habe ich vielleicht noch eine Kiste drin, die ich mir da mopsen kann. Und wenn ich da ein bisschen umsortiere. Aber sehr praktisch auf jeden Fall. Beim Action habe ich mir noch die Lippenstifte mitgenommen. Die möchte ich verschenken. Da werde ich dann irgendwann mal eine schöne Verpackung für machen. Die werden sicherlich nicht in dieser Verpackung bleiben. Ich wollte mir mal eine Box machen, wo ich einfach nur reinzugreifen brauche, wenn ich ein Geschenk mitnehmen möchte. Dann habe ich die Verpackung schon fertig und muss nur noch ein bisschen einen Tag personalisieren und was Nettes drauf machen, was zu demjenigen passt. Ja, Lippenpflege kann man ja immer brauchen. Muss ja nicht immer was Süßes sein. Eine schöne Handcreme habe ich leider nicht gefunden, deswegen habe ich mich dafür entschieden. Eine Handcreme wäre mir fast lieber gewesen. Aber so habe ich die mitgenommen. 85 Cent für einen. Zwei habe ich mal mitgenommen zum Testen. Mal schauen, wie die Verpackung dann wird. Ja, das ist das, was ich eingepackt habe. Der nächste Bastelfilm wird sich um Prägefolder drehen. Habe ich schon vorbereitet. Wenn es dann soweit ist, werdet ihr den im Netz finden. Und ich hoffe, der doch wieder sehr lange, 17 Minuten lange Film über meine Einkäufe hat euch Freude gemacht. Ich gucke die selber total gerne. Ich finde das toll, wenn andere Leute Sachen finden und sich darüber freuen und dann auch sich direkt Gedanken machen, was sie daraus basteln. So geht mir das auch. Und wenn ihr ihn nicht gucken wollt, dann spult ihr ihn einfach vor oder macht ihn wieder aus. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und freue mich auf den nächsten Bastelfilm mit euch. Weil sehr viele von diesen Einkäufen kann ich mir auf Dauer nicht leisten. Ich habe 50 Euro gelassen bei Action. Aber ich habe auch eine Menge Zeug mitgenommen. Und ich habe es auch verdient. So wie wir das alle verdient haben, wenn wir uns was Gutes tun. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald.